Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Ja, Mann. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ja, Tata, aber echt, hä? Warum die Trauer? Alter, der sitzt auf Feuer. Wie ist er denn drauf? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Das war Bullshit. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Ja. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenz... Ich kann nicht reden! Tut mir leid, Mann! Wir müssen jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungs... Kann der mal die Fresse halten? Ich höre nicht, was das Radio sagt. Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass Sie sich nicht nur um Ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom Ihr Signal anfängt, wirst du es verstehen. Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle hier. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811-1. Wo soll diese Nummer sein? Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811-1779. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort.
Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles. Verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn. Es gibt es dort alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Ins Ural will ich auch mal einen Berg besteigen. Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Die labern wirklich viel, ja. Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermak, Volldampf voraus! Jawohl! Volldampf voraus! Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Ich kann das nicht lesen, Weib. Das ist Russisch. Wie soll ich das lesen? Wo bin ich, Mann? Wie geht's dir, Almascha? Oh, Anna. Ich hätte einen Fall von Amor erwartet. Stattdessen hat mich eine Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenne dich doch. Nur damit du es weißt, Namen machen immer interessant. Und wir werden dir sicher noch vielen Frauen begegnen. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Erstmal eine Dümpfen. Artyom, was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die einzigen Überlebenden sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst Digga, du nicht, ich paff das Teil weg. Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es, weil der Krieg noch tobte. Ach, der hat seine Beine verloren. Unsere Leute hätten mir gar nicht aufgefallen. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Störsender? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Wie auch immer, egal was sie von mir halten, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht... Ich habe jetzt dann echt gleich Lungenkrebs, glaube ich, so viel wie der sich da reinpafft. Was bedeutet das, wir, wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten? Und wage es ja, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich hoffe sehr. Immer wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Aber einfach eine halbe Stunde lang paffen. Einfach mal ein bisschen... Wie lange hast du schon für diese Störsender-Leute gearbeitet? Hallöchen, Artyom. Hi. Ob nun beabsichtigt oder nicht, aber es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat.
Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Du kannst auf uns zählen. Tja, was mich betrifft, ich mach mal eine kleine Inventur. Ziemlich voll hier. Er hat den blödsten Job. Hallöchen, Artyom. Na ja, leg los. Denn ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ich habe gehört, dass monotone Arbeit einen beruhigt. Tja, stimmt. Ich fühle mich ganz gut. Idiot sagt, das sei dynamische Meditation. Dieser Philosoph kommt nicht auf dir, um zu meditieren. Okay. Das ist alles? Gut, dann mache ich jetzt weiter. Digga, ich habe mehr geschafft als du. Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich haben, weil ich Erfahrung darin besaß, anderen zu helfen. Sie erzählten mir von den Wetterstationen und Beobachtungsstationen für Mutantenwanderung. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Wenn ich spiele, dann sehr hoch. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Was soll denn das immer mit dem... Das ist dieses Gipfel. Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen! Okay, ich gehe zum Führer. Hahaha, heil dir, Führer! Bla 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 bla, Führerstand, Attacke! Alles klar bei dir, Artyom? Ja, Mann, Digga. Ist es schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser.
Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak, wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir die Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Spartaner, mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Stepan, Damir, sichert den Umkreis. Ich kümmere mich darum. Du kundschaftest die unmittelbare Umgebung. Idiot, du gehst ihm von der Aurora aus Feuerschutz. Jawohl. Sam und Aljoscha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Idiot. Bin ich nicht mehr vertrauenswürdig? Das würde ich dir schon sagen, Sam. Schluss mit dem Gerede. Auf geht's, Artyom. Der heißt einfach Idiot. Ich komme auf das... Verstehe ich überhaupt nicht. Was ist das für ein Chatpack? Artyom, vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell. Eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Hallo, ich bin auch alt. Da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache könnte unser Feind sein. Mal kurz Lucky Cookie machen. Ich kann mich jetzt hier einfach frei umschauen, oder was? Was ist denn das? Heilige Margarita! Was das denn? Aber ein großes Gebiet. Kann ich alles anschauen, was hier ist? Da bin ich ja 6000 Jahre unterwegs. Ja gut, dann laufen wir jetzt hier erstmal alles ab. Eh klar, wa? Da hinten ist ein Viech. Und sogar zwei solche Viecher. Hallo? Jetzt entspann dich mal, ich bin hier dabei, die Gegend zu erkunden. Das ist wichtig, das nennt sich Aufklärung. Und das für ein Ding. Kann man sich im Gras verstecken oder gibt es da Pokémons? Oh mein Gott, ich liebe Pimmel!
Seltsam. Da war doch noch einer. Boah, den habe ich voll den Arsch reingeschossen. Wichser. Mach dann. Macht er denn jetzt? Flüchtet der von mir? Hä? Ja, einfach nicht gut. So viel freier Raum, dem ich mich umschauen kann. So, erstmal Licht ausschalten. Hier ist doch safe irgendwas. Das ist doch ein Lagerplatz. Was ist das hier eigentlich für eine Bunkeranlage? Ist das der Sendemast? Nee. Hallo? Ich mag Schnitzel. Was magst du? Müllers Esel. Was ist das? Widerliche Grabbelviecher. Ja, weh. Komm mal her. Matschebrei. Ich bin ein Mörder. Da ist noch so ein Viech. Da ist eine riesige Anlage. Ist es sinnvoll, wenn ich da jetzt rumlaufe? Vermutlich nicht, gell? Ich geh mal weiter jetzt, oder? Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um jetzt hier alles abzusuchen. Aber ich kann nicht anders. Das verlangt mein Inneres. Ui, guck mal. Hier kann man bauen. Kann ich noch gar nicht, oder? Soll ich wahrscheinlich auch noch gar nicht. Ach so. Wie ich mich da... Das wäre jetzt gemein, wenn ich mich schlafen lege und die Arme, die Anna, die steht da in der Kälte einen halben Tag. Das wäre lustig. Aber sie könnte ja auch einfach mitkommen, weißt du? Hier ein bisschen Erforscherus. Ja, wo war jetzt hier der Ausgang? Da hinten. Schön, der gestorben ist. In Zeitlupe. Schön, dich gesund und munter zu sehen, Artyom.
Artyom, was machst du hier? Na, ich lauf rum. Lauf in diese Richtung, schnell. Bin halt ein Freigeist, lass mich. Eklig. Schatzi, wo bist du? Ah ja, ich kann einfach immer speichern, oder was? Sehr gut. Buidog. Kann ich das Gebiet nicht einfach zu meiner Bitch machen? Da schwimmt Kackwurst drin rum. Aber was ist dann das da für ein Symbol? Sehe ich nicht. Das ist ein Sendemast, oder? Nee. Doch, da. Ja, was? Ja, man nicht. Oh, Weiber, ey. Anscheinend das bevorzugte Fortbewegungsmittel hier. In Ordnung, Artyom. Ich klettere da hoch, während du das Boot nimmst und zur Kirche ruderst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Hals und Beinbruch. Sagt man nicht. Einfach so. Das sagt man nur unter Künstlern. Ich bin kein Künstler, ich bin ein Mörder. Ich ficke dir in den Arsch, wenn es sein muss. Jesus Christ. Ein Dimitri. Okay. Du bist eine Ach, Angie, Alter. Weißt du? Ich Ach, Kreis ist einfach nur die Munition rausnehmen, oder was? Und die Waffe dann liegen lassen. Warum liegt hier denn die Waffe so oft rum? Verstehe ich irgendwie nicht. Stats haben die ja keine, oder? Gibt keine Waffenstats. Dann ruder ich halt ein bisschen. Nö, keine Ahnung, wer du bist.
Oh oh. Alter, Vincent Ravens Krähe ist auch da.